Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dass wir uns mal ganz in Ruhe irgendwann über die isländische Luftfahrt unterhalten. Denn die Airlines, die dort auf diesem Inselstaat beheimatet sind, die haben ja schon mal vom Ding her eine ganz interessante Position zwischen Europa und Amerika. Und Island an sich ist ja auch schon lange kein Geheimtipp mehr. Da kann man durchaus mal eine spannende Woche Urlaub verbringen. Aber wenn man jetzt mal an die Fluggesellschaften denkt, die wirklich aus Island kommen, die dort beheimatet sind, dann fallen einem vielleicht zwei Fluggesellschaften ein. Und jetzt möchte die eine die andere übernehmen und dann doch nicht. Und das sollten wir uns jetzt auf jeden Fall mal anschauen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, wer nach Island fliegt, der macht das meist aus touristischer Absicht. Denn man möchte dort Urlaub machen. Und man fliegt dort nicht hin, um sich dann an den Strand zu legen. Denn das ist bei durchschnittlich 10 Grad im Sommer als Maximaltemperatur wahrscheinlich nicht so sonderlich angenehm. Sondern man fliegt dahin, um sich was anzugucken. Vorzugsweise die atemberaubende Landschaft des Landes. Und wenn man nach Island möchte, zumindest hier von Europa aus, dann nimmt man entweder das Schiff oder aber man fliegt mit dem Flugzeug dahin. Für uns ist jetzt natürlich Letzteres besonders interessant. Den größten internationalen Flughafen des Landes findet man dann nahe Keflavík, etwa 40 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Reykjavík. Und das Interessante daran ist, an der eigentlich ja sonst nicht ganz spannenden Tatsache, dass an diesem Flughafen nahezu alles an internationalem Verkehr abgefertigt wird, mit dem Islands Luftfahrt überhaupt in irgendeiner Art und Weise zu tun hat. Fast 9 Millionen Passagiere, fast 9 Millionen internationale Passagiere werden an diesem Flughafen pro Jahr abgefertigt. Und dann gibt es noch den Airport der Hauptstadt selbst, also den Flughafen der Stadt Reykjavík. Der kümmert sich allerdings, in Anführungszeichen nur, um etwa 500.000 Inlandspassagiere pro Jahr. So gut wie alle internationalen Flugverbindungen treffen also am Flughafen von Keflavík oder nahe Keflavík ein. Und von dort aus gibt es dann Dutzende Verbindungen Richtung USA und Dutzende Verbindungen Richtung Europa. Iceland Air und Wow Air sind dann die Namen, die man vielleicht irgendwann mal in diesem Zusammenhang gehört haben könnte. Ja, und das sind eigentlich damit auch schon die beiden großen Fluggesellschaften des Landes Island, denn viel mehr gibt es da nicht. International gesehen sogar eigentlich gar nichts mehr, denn das einzige aktive, was in Island wirklich noch mit Passagieren an Bord rumfliegt, ist Air Iceland Connect und das ist eine kleine Inlandsfluggesellschaft, eine kleine Regional-Airline. Iceland Air und Wow Air sind damit natürlich auch die beiden Fluggesellschaften, die man als Auswahl hat oder zwischen den beiden man wählen kann, wenn man denn mit einer auf Island beheimateten Fluggesellschaft aus einem deutschsprachigen Land heraus auf den Inselstaat reisen möchte. Insgesamt sind es zum aktuellen Zeitpunkt gerade 10 Fluggesellschaften, die aus 15 deutschsprachigen Städten Richtung Island fliegen, darunter Lufthansa, Eurowings oder zum Beispiel auch EasyJet. Hauptsächlich aber kümmert sich Iceland Air als traditionsreiche Fluggesellschaft mit starkem Namen oder halt eben die Billigfluggesellschaft Wow Air, die noch recht jung am Markt ist, um die ganze Kundschaft. Und die teilen sich eigentlich auch so gut wie alles an Marktanteilen, was überhaupt verfügbar ist. Die Geschichte der Iceland Air geht dabei, wenn man denn so möchte, bis vor das Jahr 1940 zurück. Unter dem Namen Iceland Air, der ja auch durchaus international verträglich ist, was der Fluggesellschaft sicherlich ganz gut getan hat, und was auch durchaus ein Name ist, mit dem man international etwas anfangen kann, der einen gewissen Wiedererkennungswert hat, den gibt es so erst seit 1979. Von da an konnte man sich immer weiter Stück für Stück vergrößern und Iceland Air hat ihren Platz am Markt gefunden, ist ein großer und wichtiger Teil der isländischen Luftfahrt, sorgt entweder dafür, dass Leute vernünftig von Europa aus nach Island kommen oder zurück oder vernünftig von Island nach Nordamerika und wieder zurück. Oder aber auch, sie bringen Leute über Island von Europa nach Nordamerika oder andersrum. Also, die Fluggesellschaft funktioniert und sie hat ihre Berechtigung. Heute betreibt sie eine reine Boeing-Flotte und das Interessante daran ist, wenn man das jetzt so sagen kann, denn das kommt ja doch ein bisschen auf die Perspektive an, ob Island jetzt wirklich noch zu Europa gehört oder nicht, aber sie ist auf jeden Fall eine von sehr wenigen europäischen Fluggesellschaften, die heute noch eine 757-767 Kombination fliegen. Ganze 25 Boeing 757-200 betreibt man aktiv in der Flotte, dazu gesellen sich noch zwei 757-300 und vier Boeing 767-300ER. Alle oder nahezu alle ausgestattet mit Winglets. Dann hat man noch eine kleine Cargosparte, wo man mit zwei 757-200 Frachtern unterwegs ist. Und dann habt ihr vielleicht auch schon in einem meiner Videos gesehen oder irgendwo anders, ist ja auch völlig egal, dass die Fluggesellschaft mittlerweile nicht mehr mit einer 757 nach zum Beispiel Hamburg kommt, sondern auf dieser Strecke setzen sie ihre neueste Errungenschaft, eine Boeing 737 MAX ein.
Davon haben sie mittlerweile 3 Stück in der Flotte und so kommt man auf 36 Flugzeuge, die Iceland Air zum aktuellen Zeitpunkt aktiv in der Flotte betreibt. Der große Gegenspieler ist dann WOW Air, auch eine auf Island beheimatete Fluggesellschaft, und Gegenspieler trifft es eigentlich ganz gut, denn WOW Air ist tatsächlich irgendwie genau das Gegenteil von Iceland Air. Auf Island gab es nämlich lange Zeit gar keine wirkliche Billigfluggesellschaft und da das im heutigen Airline-Business ja eigentlich ein Ding der absoluten Unmöglichkeit ist, hat man, als das dann aufgefallen ist, schnell mal im Jahre 2012 eine solche Billigfluggesellschaft gegründet. Dazu gab es dann natürlich von Anfang an eine auffällige Bemalung in einer vielleicht etwas nervigen, auffälligen Farbe mit einem auffälligen, sehr kurzen, aber dafür markanten Airline-Namen. Und schon hatte man die perfekte Low-Cost-Fluggesellschaft. Und als wirklicher Gegenspieler von Iceland Air setzt man natürlich auf eine Flotte bestehend aus Flugzeugen des europäischen Flugzeugbauers Airbus. Das hat höchstwahrscheinlich auch vernünftige und ordentliche und sinnvolle Gründe, aber auf jeden Fall baute sich WOW Air in den letzten Jahren eine beachtliche und sehr moderne, effiziente Airbus-Flotte auf, bestehend aus 20 Flugzeugen. Airbus A320, 320 Neo, 321, 321 Neo bilden da den Großteil. Langstrecke fliegt man bei WOW Air mit 3 Airbus A330-300. So viel also erst einmal dazu. Also ist gar nicht so kompliziert, alles sehr überschaubar, aber viel mehr braucht man wahrscheinlich auch nicht in einem Land, in dem nicht mal 3,5 Menschen auf einem Quadratkilometer leben im Schnitt. Betrachtet man dieses ganze isländische Luftfahrtthema jetzt mal aus internationaler Sicht, dann ist die isländische Luftfahrt natürlich ein sehr kleiner Fisch. Wie sollte es auch anders sein? Nur etwas weniger als 4% aller Transatlantikverbindungen werden von diesen beiden Fluggesellschaften durchgeführt. Und trotzdem hat die isländische Luftfahrt aktuell all das an Diskussionspunkten, an Konflikten und an massiven Veränderungen zu bieten, was auch die große europäische Luftfahrt beinhaltet. Und das macht es ja gerade so spannend, weil es ist quasi ein Abbild von dem, was gerade in Europa abging, und ein Spiegel zu dem Ganzen, was hier passiert ist. Da spielt natürlich Geld eine große Rolle und das Thema Konsolidierung. Die ist bei uns schon recht weit fortgeschritten. Air Berlin zum Beispiel war ein sehr großes Opfer in diesem Prozess, was wiederum dafür sorgte, dass eine Lufthansa-Gruppe ihre Marktanteile massiv und immer weiter ausbauen konnte. Und jetzt behaltet das mal im Hinterkopf. Jetzt muss man sich überlegen, dass Iceland Air im Jahr 2012, also im Gründungsjahr der WOW Air, in Island so gut wie alles an Marktanteilen hatte, was man haben konnte, nämlich etwas mehr als 80%. Und damit stand Iceland Air ganz oben auf der Liste. Jetzt kam die WOW Air dazu und es sorgte dafür, oder nicht zuletzt, sorgte das dafür, dass Iceland Air 47% der Marktanteile in Island verlor. WOW Air gewann 31%. Und jetzt muss man natürlich clever sein. WOW Air ist zum aktuellen Zeitpunkt als Billigfluggesellschaft wahrscheinlich so schwach wie noch nie. Gestiegene Kerosinpreise sollen dafür gesorgt haben, aber sicherlich auch die rasante Expansion der Fluggesellschaft, die hier und da vielleicht nicht immer perfekt durchdacht war. Und jetzt habt ihr ja vielleicht durchaus noch ein bisschen Air Berlin im Hinterkopf und finanzielle Probleme durch zu schnelle Expansion. Klingelt schon, oder? WOW Air verkündet jetzt, dass man nach dem 22 Millionen Dollar Verlust aus dem letzten Jahr jetzt in diesem Jahr mit einem noch viel höheren Verlust zu rechnen hat. Das klingt schon mal ziemlich blöd, aber jetzt kommt Iceland Air um die Ecke, nett und freundlich, und die Fluggesellschaft hat es selbstverständlich auch nicht leicht, aber sie hat immerhin noch genug Kraft und Potenzial, um hier jetzt vielleicht als Partner zu fungieren. Und so könnte man zusammen an einem Strang ziehen und ja, die Kräfte zusammenschmeißen, und die Idee klingt doch gar nicht mal so schlecht. Jetzt steht also auf einmal eine Übernahme durch Iceland Air auf dem Zettel. Für einen Kaufpreis von etwa 18 Millionen Dollar, diese Zahl stand so im Raum, könnte man jetzt womöglich als Iceland Air die WOW Air übernehmen. Und dann hätte man auf einmal 2 Fluggesellschaften unter einem Dach. Und das kennen wir doch alles schon, das haben wir schon mal gehört. Man würde selbstverständlich die beiden Markennamen, die beiden Marken WOW Air und Iceland Air als solches behalten, denn die Kunden sollen ja Alternativen haben. Sie sollen das Gefühl haben, sie könnten auswählen, welches Angebot sie für sich besser finden. Entweder sie wählen die Billigfluggesellschaft oder aber sie gehen zur traditionsreichen Fluggesellschaft mit dem coolen Namen. Und jetzt, wie gesagt, das Thema haben wir alles schon durch. Das läuft jetzt alles aber dann unter einem Dach. Es ist ein Laden, nur dass der jetzt nicht Lufthansa Group, sondern Iceland Air Group heißt. Aber das Prinzip dahinter bleibt das gleiche. Erinnert ihr euch vielleicht noch an den Anfang des Videos? Da haben wir kurz einmal über Air Iceland Connect gesprochen. Die kleine Inlandsfluggesellschaft. Die gehört auch schon längst zur Iceland Air Group. Man hätte sich jetzt wie das Vorbild Lufthansa breit am Markt aufgestellt. Lufthansa hat Eurowings, Iceland Air hätte WOW Air. Und beide bieten zum Beispiel billige Langstrecken an,
während die traditionsreiche Muttergesellschaft den kraftvollen Namen durch die Welt trägt. Und es klingt ja jetzt alles auch schon mal gar nicht so schlecht, aber ganz so einfach ist das selbstverständlich nicht. Und dieser Vergleich mit der deutschen Situation, mit dem, was in Deutschland sich so in der Luftfahrt entwickelt hat, das hinkt natürlich auch alles ein bisschen, aber ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Jetzt fing dieser ganze Übernahmedeal aber an zu wackeln. Wow Air teilte diese Woche mit, dass man jetzt aufgrund fehlender Finanzmittel 4 Flugzeuge an den Leasinggeber zurückgeben müsse. Da kommt man nicht drum rum. Die mögliche Übernahme durch Iceland Air, die Wow Air zweifelsohne retten würde, gleichzeitig aber die Marktsituation als solches in Island sehr interessant gestalten würde, sehr interessant verformen würde, die verzögert sich jetzt und wird nicht wie vorerst geplant am 30. November schon vom Tisch sein. Und das hat man jetzt auch tatsächlich nicht geschafft. Der Deal ist mittlerweile tatsächlich wieder geplatzt. Iceland Air wird Wow Air nicht übernehmen. Und ist das jetzt gut oder schlecht? Das ist die erste Frage, die man sich stellen muss. Gut ist es vielleicht, weil die Konkurrenz bestehen bleibt, der Wettbewerb bleibt bestehen. Könnte aber eventuell auch schlecht sein, weil dieses ganze Thema mit der Konkurrenz und den Marktanteilen, das, was wir hier in Deutschland als so großes Diskussionsthema hatten, das lässt sich ja so gar nicht unbedingt auf Island übertragen. Da schien es gar nicht so sehr um die Konkurrenz zu gehen und um die Marktanteile und die Situation als solches, sondern vielmehr um die Partnerschaft, die da entstehen könnte, wenn diese beiden Fluggesellschaften zusammenarbeiten, ihre Stärken zusammenpacken und so als Ganzes noch sehr viel stärker aus der Sache hervorgehen. Und zweite Frage, warum ist denn dieser eigentlich doch ganz interessante Deal wieder geplatzt? Ja, vielleicht, weil das Ganze viel zu kompliziert ist und die Fluggesellschaften, der eine hat eine reine Boeing-Flotte, der andere hat eine reine Airbus-Flotte, vielleicht, weil das alles viel zu kompliziert ist und die Fluggesellschaften zu unterschiedlich sind. Oder aber das Ganze scheiterte, weil vielleicht schon ein anderer Partner, ein anderer möglicher Partner vor der Tür stand, der sicherlich auch ein recht interessantes Angebot machen konnte. Denn tatsächlich wird Wow Air jetzt in die Hände von Indigo Partners fallen. Und von denen habt ihr bestimmt schon mal was gehört. Das ist nämlich das Unternehmen, was mal eben auf einen Schlag 430 Airbusse kaufte. Ja, genau das. Und die werden sich jetzt also um Wow Air kümmern. Die kümmern sich ja sowieso schon um 4 Billigfluggesellschaften, 4 große Billigfluggesellschaften und jetzt kommt eine fünfte dazu. Finanzen werden also höchstwahrscheinlich erst einmal kein großes Thema mehr sein. Wow Air wird dadurch gerettet sein und eventuell könnte man so jetzt auch die Freundschaft zwischen Iceland Air und Wow Air begraben haben, denn nun geht es wirklich nur noch um die Idee, die die Verantwortlichen für eine starke Wow Air haben. Finanzielle Mittel, die vorher gefehlt haben, um solche Ideen umzusetzen, die werden jetzt kommen, die werden da sein. Und jetzt wird Wow Air ziemlich sicher das, was Indigo Partners gerne als Wow Air hätte, was sie daraus machen möchten. Und das wird bestimmt groß und erfolgreich sein. Also dürfen wir da sehr gespannt sein. Da wird sich sicherlich einiges verändern in Zukunft. Und da bin ich wirklich sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema, denn damit gibt man ja eine von 2 mehr oder weniger großen isländischen Fluggesellschaften. Und es sind ja eigentlich nur 2. Jetzt gibt man eine davon in ausländische Hände und die machen damit, was sie wollen. Sie werden ihre Idee damit umsetzen. Sie werden was Großes, Starkes draus machen, weil sie die Möglichkeiten dazu haben. Und so eine Entwicklung bringt meist nicht nur Gutes mit sich, aber das wird die Zukunft zeigen. Mal schauen, was sie draus machen. Mal schauen, was mit der Wow-App passieren wird. Und ja, dann, wie gesagt, ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu dem Thema. Damit soll es das mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen dabei, wie zum Beispiel, dass nicht mal 3,5 Menschen auf 1 Quadratkilometer in Island wohnen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende und tschüss.